Grüße Sie. Die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 17a und 17b, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Die Gewaltexzesse gegen die Rohingyas stoppen für die vollständige Anerkennung als gleichberechtigte Volksgruppe in Myanmar, sowie die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Staatenlosigkeit weltweit abschaffen für das Recht, Rechte zu haben. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Das ist so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Frank Schwabe, SPD. Guten Morgen, Herr Präsident, verehrte Damen und Herren. Eigentlich können wir ja nahtlos anknüpfen an die Debatte von gestern Spätabend, die wir hier geführt haben, zum Thema Religionsfreiheit. Warum? Weil es darum auch ein Stück weit in dem Fall geht, über den wir jetzt leider reden müssen, nämlich die Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar. Ich finde es gut, dass eine Reihe von Anträgen hier vorliegen und dass eine Reihe von Fraktionen sich auch verständigt haben darauf, sich diesem Thema hier in besonderer Art und Weise zu widmen. Warum Religionsfreiheit? Weil in der Tat es gar nicht so sehr um eine muslimische Minderheit geht, sondern es geht eher um eine Art von ethnischem Konflikt. Aber es gibt buddhistische Mönche, wer möge das glauben, im Buddhismus. Es gibt buddhistische Mönche, die wirklich übelste Hetze begehen und die am Ende durch ihre Hassreden dazu beitragen, dass Menschen in bestialischer Weise in Myanmar ermordet wurden und jetzt entsprechend Hunderttausende sich auf die Flucht gemacht haben. Und man kann studieren, was passiert, wenn Gruppen oder was passieren kann, wenn Gruppen von Menschen systematisch marginalisiert, benachteiligt, ausgegrenzt werden. Wir haben im letzten Jahr den traurigen Höhepunkt erlebt, einer Form von Ausgrenzung und von Gewalt der Rohingya in Myanmar, in dem Tausende von Menschen, so genau wissen wir es leider nicht, Tausende Frauen, Männer und Kinder dahingemetzelt wurden und am Ende knapp 700.000 Menschen geflohen sind und mittlerweile sich in Bangladesch befinden, in Cox's Bazar, wo schon andere Rohingya vorher waren und deswegen um 1 Million Menschen dort in einem der größten Flüchtlingslager der Welt jetzt leben müssen. In einem Land wie Bangladesch, das selbst enorme Probleme und Herausforderungen hat. Ich war selbst vor ein paar Jahren in Rakhine State, das ist der Teil Myanmars, wo die Rohingya im Besonderen leben, der Teil, zu dem zurzeit die internationale Gemeinschaft keinen Zugang bekommt. Es war damals schon eine erbärmliche Lage, es war eine Situation, in der die Menschen eigentlich in einer Art inselartigen Situation gefühlt am Ende der Welt gelebt haben. Es gab damals schwere Überschwemmungen, als ich da war. Die Hilfe ist am Ende vielen Menschen zuteil geworden, aber leider nicht den Rohingya. Und ich habe damals getroffen eine mutige junge Frau, deren Schicksal ich mal zum Studium anempfehle, YY Nu. Die ist mittlerweile knapp 30, ist damals mit 18 Jahren ins Gefängnis gekommen und musste dort 7 Jahre bleiben, zusammen mit ihrem Vater und der gesamten Familie. Und das macht ein bisschen auch die Tragik der Situation deutlich. Es war nicht immer so, dass es diese massive Ausgrenzung der Rohingya in Myanmar gab. Ihr Vater war einer der führenden Oppositionellen, damals in der Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Und ich glaube, auch das muss man an der Stelle sagen. Es ist schwierig in Myanmar. Es gibt einen massiven Rassismus und trotzdem muss erwartet werden von einer Person, die einen Friedensnobelpreis hat und die am Ende die politische Verantwortung zumindest zum Teil in dem Land trägt, sich klarer zu positionieren, sich klarer zum Schicksal der Rohingya zu bekennen und alles zu tun, um deren Marginalisierung zu verhindern. Es wird am Ende keine Lösung des Konflikts geben, wenn es nicht zu einer formalen und tatsächlichen Gleichstellung der Rohingya kommt. Die Menschen werden nicht zurückkehren in eine Situation, wo sie erwarten müssen, weiter ermordet zu werden. Deswegen ist die umfassende Staatsbürgerschaft für die Rohingya die Grundlage aller Verbesserungen, die wir anstreben. Myanmar muss den vollen Zugang ermöglichen zum Land für die UN und für internationale Beobachter. Wir brauchen eine systematische internationale Aufarbeitung der Gräueltaten und
eine Untersuchung der Vorwürfe des Völkermords und wir müssen alle Möglichkeiten des Völkerstrafrechts nutzen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und in der Zwischenzeit müssen wir alles tun, um den Menschen zu helfen, da wo sie sind. Ich habe es gerade gesagt, die Menschen sind zum größten Teil in Bangladesch, in einem Land, das selbst große Probleme hat. Wir müssen Bangladesch trotzdem an die Verpflichtungen, internationalen Verpflichtungen, erinnern. Wir müssen Bangladesch danken, aber trotzdem einfordern, dass dort humanitäre Grundlagen eingehalten werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass zurzeit die humanitären Bedarfe gedeckt werden. Es ist etwa 1 Milliarde US-Dollar, die gebraucht wird. Deutschland ist dort unterwegs. Aber die internationale Gemeinschaft kann und muss mehr tun. Und deswegen will ich auch diese Chance noch mal nutzen, zu sagen, wir sind bei den Haushaltsberatungen. Wir sind mit an die Spitze der internationalen humanitären Hilfe gelangt in den letzten Jahren. Da müssen wir aber auch bleiben. Wir reden über 1,7 Milliarden Euro, die wir dort einsetzen. Und meine herzliche Bitte ist, dass wir bei den Haushaltsberatungen dafür sorgen, dass es mindestens auf diesem Niveau bleibt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Braun, AfD. Nächster Redner ist Jürgen Braun von der AfD. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, die linksgrüne Weltsicht der Altparteien ist schon seltsam. Über Jahrzehnte gibt es eine Heldin in Asien. Über Jahrzehnten ist sie die mutige Frau. Aung San Suu Kyi erhält den Friedensnobelpreis, sie trotz der Militärdiktatur. Sie wird inhaftiert, liegt viele Jahre in Hausarrest. Die Politiker und Medien der westlichen Welt überschlagen sich vor Lobeshymnen. Doch plötzlich ist sie nicht mehr angesagt. Sie fällt in Ungnade. Die Verehrer wenden sich ab. Aung San Suu Kyi macht plötzlich alles falsch. Der Grund, sie kümmere sich nicht um eine angebliche Volksgruppe, die man blitzschnell Rohingya genannt hat. Sie weigert sich, den Kampfbegriff Rohingya auch nur zu benutzen. Dafür sagt sie Unerhörtes. Aung San Suu Kyi sagt im November bei einer großen Außenministerkonferenz in Myanmar, bitte hören Sie mal genau zu, da können Sie noch eine Menge lernen von dieser Friedensnobelpreisträgerin, illegale Einwanderung ist die Verbreitung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus. Und ich wiederhole das gerne, weil Sie es vielleicht am frühen Morgen ein bisschen schwer haben mit dem Gehör. Ja, illegale Einwanderung ist die Verbreitung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus, sagt nicht nur Frau Aung San Suu Kyi. Letzte Nacht haben wir es von allen anderen Fraktionen unisono gehört. Religionsfreiheit betrifft immer alle Religionen. Niemals darf eine Gruppe exklusiv herausgenommen werden. Deshalb darf es natürlich nie allein um die Rechte der Christen gehen. Schutz von Christen, oh, das geht gar nicht. Und was hören wir heute? Es geht nur um eine einzige Gruppe, die sogenannten Rohingya. Da sind Sie schnell dabei. Es geht ja um die Verbreitung des Islam in aller Welt. Christen oder Buddhisten, die sind bei Ihnen zweitrangig. Ganz zu schweigen von der Realität. Sie haben die sogenannten Rohingya heute auf die Tagesordnung gesetzt. Vertreter dieser Gruppe haben zuvor jahrelang buddhistische Dörfer überfallen und die Besatzung ganzer Polizeistationen mit Gewehrsalven niedergemäht. Wo bleibt Ihr Herz für die buddhistische Bevölkerung? Wer ist hier Opfer, wer Täter? Die linksgrüne Hypermoral kann nur simple Parolen verbreiten und lautstarke Erregung, wie auch jetzt wieder. Ja, Herr Hofreiter, Sie sind der Tollste. Ich weiß das. Die komplizierte Realität ist Ihnen fern und dann verwechseln Sie besonders gerne Ursache und Wirkung, Herr Hofreiter. Das ist der Klassiker der linksgrünen Hypermoral. Die Gewalttaten islamischer Gruppen wollen von Ihnen verschwiegen oder verharmlost, so eben auch in Myanmar. Im Namen des Islam darf man offenbar Menschen umbringen, ohne dass sich die Altparteien darüber beklagen. Einzelne Fakten zur Lage in Myanmar, früher Burma oder Birma, sind unbestritten. Die Menschen im Grenzbereich von Bangladesch und Myanmar müssen in den letzten Jahren mit zunehmender Gewalt leben. Hunderttausende sammeln sich in Flüchtlingscamps. Das birmanische Militär geht hart gegen vermutete oder tatsächliche Rebellen vor. Unbestritten sind aber auch die paramilitärischen Angriffe islamischer Terroristen.
Humanitäre Hilfe für die Menschen in den Flüchtlingslagern sollte für uns im Vordergrund stehen. Dabei muss auch Bangladesch in die Pflicht genommen werden. Das Land verweigert die Integration ihrer Migranten. Hans-Bernd Zöllner, einer der größten Kenner der Region, warnt vor ihrer einseitigen Sichtweise. Muslimische Rebellen attackieren buddhistische Sicherheitskräfte. Das Militär schlägt zurück. Das ist die Kernaussage. Ich kann die Ministerpräsidentin gut verstehen. Was ist daran falsch, dass die Ministerpräsidentin von Myanmar anders handelt als die Bundesregierung? Wollen Sie dem birmanischen Volk vorschreiben, dass der Islam zu Myanmar gehört? Dann sagen Sie es bitte und schwurmeln Sie nicht lange herum. Wer benutzt den Kampfbegriff Rohingya am lautesten? Atullah Jununi, der unbestrittene Anführer der Moslem-Rebellen, ist in Pakistan geboren, in Mekka radikalisiert. Militärisch ausgebildet zettelte er einen Bürgerkrieg an, um im buddhistischen Myanmar einen islamischen Staat zu errichten. Spender aus Saudi-Arabien und anderswo sollen den Feldzug finanzieren. Das sind offenbar Ihre Freunde, verehrte Politiker der Altpartei. Kann es sein, dass Ihnen mal wieder der linksgrüne Mief Ihren Blick auf die Realitäten der Welt vernebelt? Kann es sein, dass die Ministerpräsidentin in Myanmar besser weiß, was für ihr Land richtig ist, als wir hier im fernen Berlin? Kann es sein, dass Aung San Suu Kyi es besser weiß als Andrea Nahles und Angela Merkel? Kann es sein, dass Aung San Suu Kyi sich sogar besser in ihrem eigenen Land auskennt als Claudia Roth und Heiko Maas, um mal die wahren Geistesgrößen linksgrüner Politik zu nennen? Ach, hören Sie doch endlich auf, fremden Völkern Ihre linksgrüne Weltsicht aufzuzwingen. Jürgen Braun, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion und menschenrechtspolitischer Sprecher der Fraktion. Man sieht an diesem Debattenbeitrag, dass auch Konflikte weit weg in Myanmar für innenpolitische Auseinandersetzungen gut taugen. Nächster Redner, Michael Brandt von der CDU-CSU-Fraktion. In diesem Jahr jährt sich zum 70. Mal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 in Paris von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist. Und dort heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit steht weltweit immer stärker unter Druck. Und vor allem Minderheiten sind betroffen. Ihre Religionszugehörigkeit wird instrumentalisiert, Vorurteile und Vorbehalte verstärkt oder geschürt. Und die Gewaltexzesse und die massenhafte Vertreibung gegen die muslimische Minderheit der Rohingyas in Myanmar sind ein besonders krasses Beispiel für die Verfolgung und Anlass für den heutigen überfraktionellen Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne. Seit Sommer letzten Jahres sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und zwar innerhalb von weniger Wochen fast 700.000 Menschen aus Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen, vor Massakern, vor systematischer Vergewaltigung, Verbrandschatzung ihrer Dörfer, schlicht um ihr Leben zu retten. Und tausende Tote sind zu beklagen, und die Mehrheit der Flüchtlinge sind Kinder. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen bezeichnet die Übergriffe als ethnische Säuberung wie nach dem Lehrbuch. Amnesty International hat in seinem aktuellen Bericht festgehalten, die Ereignisse in Myanmar werden in die Geschichtsbücher eingehen, als ein weiterer Beweis für das katastrophale Versagen der internationalen Gemeinschaft, Entwicklung Einhalt zu gebieten, die den Nährboden für massenhafte Gräueltaten bilden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die systematische Diskriminierung der Rohingyas durch ihren Ausschluss von der Staatsangehörigkeit sowie die Verweigerung bürgerlicher und sozialer Rechte und politischer Rechte sind das Instrument für ihre systematische Unterdrückung. Und ihre Lage ist dramatisch. Auch das darf man erwähnen bei dieser Debatte und sich nicht die Augen zukleistern. Die Hilfsbereitschaft in Bangladesch ist groß und auch die Vereinten Nationen, die EU und auch Deutschland haben auf die Notlage reagiert und beteiligen sich an der internationalen humanitären Hilfe. Ich will aber auch sagen, wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Die humanitäre Hilfe darf auch nicht zum Alibi verkommen für die Unfähigkeit der Staatengemeinschaft, Konflikte zu lösen. Wir sehen das im 8. Jahr des Syrienkriegs. Wir sehen es schon viel zu lange im Jemen. Und der heutige Antrag will einen zu lange verdrängten Konflikt ins Bewusstsein rufen und fordert konkrete Maßnahmen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine aktivere Rolle zu spielen und gegenüber der Regierung Myanmar und im Rahmen der VN darauf hinzuwirken, dass die Menschenrechtsverletzungen gestoppt werden, dass die humanitären Hilfsorganisationen ungeschränkten Zugang zum Beispiel nach Rakhine gewährt wird, dass die Verbrechen aufgearbeitet werden, die Empfehlungen der Kofi Annan-Kommission umgesetzt werden, wozu sich ja die
Regierung in Myanmar auch bekannt hat und die Verbrechen gegen die Minderheit der muslimischen Rohingya führen uns doch auch exemplarisch vor Augen, wie wichtig unser Einsatz für Religionsfreiheit weltweit ist. Und gestern haben wir hier im Haus über den notwendigen Einsatz gegen die Christenverfolgung beraten, der weltweit am stärksten verfolgten Gruppe. Und das Thema Christenverfolgung, liebe Kolleginnen von der AfD, das Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit lässt sich keineswegs auf einen Kulturkampf zwischen Christentum und Islam reduzieren, wie mancher behauptet, und auch um bewusst zu spalten oder das eigene politische Süppchen zu kochen. Ich muss es Ihnen wieder in Erinnerung rufen. Beim Terror des sogenannten Islamischen Staats sind nach wie vor die meisten Opfer Muslime, die eben nicht die aggressive Ideologie der Krieger teilen. Und ich will zitieren den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Unser Einsatz für die Christen ist exemplarisch, aber nicht exklusiv. Sie müssen endlich zur Kenntnis nehmen, religiöse Verfolgung kennen auch die Baha'i, die Ahmadiyya, die Jesiden, die Schabak, die Aleviten, die Juden, die Schiiten und Sunniten, die Tibeter, die Uiguren, die Christen aller Konfessionen und Traditionen und die Muslime wie die Rohingya. Und lieber Herr Braun, Sie sollten auch mal zwischendurch in die Bibel schauen. Da heißt es nämlich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Was Sie hier behauptet haben, ist hier in der Debatte gestern Abend gar von keinem dieser anderen Parteien dort gesagt worden. Und wenn Sie die Begriffe übernehmen, sogenannte Volksgruppe, Kampfbegriff Rohingya, dann stellen Sie sich eindeutig auf eine Seite, nämlich auf die falsche. Auf die falsche, nicht auf die Seite der Verfolgten. Sie legen den gleichen Zynismus, die gleiche Überheblichkeit, die gleiche Aggressivität bei einem sensiblen Thema an den Tag wie gestern Abend. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich will Ihnen auch sagen, wir werden Ihren Antrag ablehnen, denn es gibt kein Recht auf Migration und es gibt auch kein Recht, sich ein Land auszusuchen und einen Pass. Sondern wir stellen uns an die Seite derjenigen, die Unterstützung brauchen. Das unterscheidet uns von Ihnen. Und Papst Franziskus hat gesagt, als er jetzt in Bangladesch bei den Rohingya-Flüchtlingen gewesen ist, wir werden weitermachen, ihnen zu helfen, sodass sie ihr Recht anerkannt bekommen. Wir werden nicht unsere Herzen verschließen, wir werden nicht wegschauen. Hören Sie auf Papst Franziskus. Und deswegen möchte ich zum Schluss kommen. Also, Herr Braun, es gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Sie sollten es wirklich verfolgen, dass Sie jetzt der Sprecher von Papst Franziskus sind, ist nun wirklich nicht der Fall. Ein Kernanliegen unserer werteorientierten Außenpolitik ist die weltweite Anerkennung des fundamentalen Menschenrechts auf Religionsfreiheit. Und deshalb war es uns als CDU/CSU besonders wichtig, dass im Koalitionsvertrag erstmals vereinbart wurde, das neue Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit zu schaffen, sodass es künftig alle 2 Jahre einen Bericht dazu geben wird, und zwar mit einem systematischen Länderansatz. Das Papier soll allerdings nicht geduldig bleiben, sondern wir haben die Erwartung, dass sich die Erkenntnisse im Handeln der Regierungspolitik widerspiegeln. Und als einen Verbündeten in dieser Frage sehen wir unseren neuen Beauftragten Markus Grübel, dem wir unsere Zusammenarbeit anbieten und dem wir wirklich Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe wünschen, weil dieser Bundestag zeigt gerade jedenfalls an seinen linken und rechten Rändern, dass es wichtiger denn je ist. Herr Kollege Brandt, Sie wollten zum Schluss kommen. Dass es wichtiger denn je ist, dass allen, denen die Religionsfreiheit wichtig ist, sich für alle verfolgten Minderheiten einsetzt, für Christen bis hin zu verfolgten Muslimen. Vielen Dank. Nächster Redner zum Tagesordnungspunkt 17, Gewaltexzesse gegen die Rohingya, ist Lukas Köhler von der FDP-Fraktion. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident. Ich hatte auch kurz überlegt, mich in Ihre Richtung, so wie Sie, ein wenig darüber aufzuregen, was gerade gesagt wurde. Ich möchte eigentlich ganz anders beginnen. Ich möchte so ein paar Sachen vielleicht noch mal klarstellen. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass 700.000 geflüchtete Rohingya in einer Situation leben, die für sie nicht dramatischer sein könnte. Fakt ist, dass davon 60% Kinder sind. Fakt ist, dass es mindestens 6.700 Tote seit August letzten Jahres gab.
Und das sind Dinge, die Sie nicht ignorieren können. Da können Sie noch so sehr versuchen, islamische Gruppen gegen christliche Gruppen, gegen andere Religionen auszuspielen, meine Damen und Herren. Das sind Dinge, da kommen Sie nicht drum herum. Und Sie kommen auch nicht darum herum, und das können Sie selbst in den Regierungserklärungen vor Ort lesen, dass Myanmar ein Vielvölkerstaat ist mit 160 unterschiedlichen ethnischen Gruppen, dass Myanmar auch eine Gruppe dabei hat, nämlich die Rohingya, die in einem Gebiet leben, auf dem sie auch schon nachweislich mehrere hundert Jahre leben. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Staatsvölkerbegriff aufbauen, wonach Sie sozusagen Ihren Volksbegriff folgen lassen. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube tatsächlich, wenn es mehrere hundert Jahre sind, dann kann man schon mal von einem einheimischen Volk sprechen. Deswegen ist das, was Sie da eben gesagt haben, leider in großen Teilen Quatsch. In Myanmar geht es um nicht weniger als um die Würde der Menschen und damit um die Autonomie als Grundlage für ein freies und selbstbestimmtes Leben, meine Damen und Herren. Und da geht es nicht darum, ob einzelne Gruppierungen in irgendeiner Weise Anschläge verüben oder sonst was. Das werden sehr gerne sozusagen für die gesamte Volksgruppe kolportiert. Da geht es um jedes einzelne persönliche Schicksal und um jeden einzelnen Menschen, den wir schützen und dem wir auch als Volksgemeinschaft, als internationale Staatengemeinschaft helfen müssen. Das ist ein ganz zentraler Teil unserer Aufgabe. Und die grausame Verfolgung der Rohingya als religiöse Minderheit, die ethnischen Säuberungen, ja, der Völkermord sind dramatisch und erschreckend. Aber es ist der Anschlag auf die Würde der Menschen, der schon deutlich früher beginnt, nämlich dann, wenn eine extrem wichtige Rechtsinstitution fehlt, und das ist die Staatsbürgerschaft. Ohne die keine Rechte, ohne die keine Würde, ohne die keine Freiheit in diesem Teil des Lebens. Meine Damen und Herren, wir freuen uns darüber, dass wir gemeinsam diesen Antrag gestellt haben. Wir freuen uns darüber, dass es gemeinsam beim Thema Menschenrechte über die Parteigrenzen hinweg geht. Es geht eben darum, dass die Würde über parteilichem Klein-Klein steht, die Würde des Menschen und damit auch weitergedacht wird. Aber dieser Antrag kann nicht mehr als die Grundlage für weiteres Handeln sein. Aktuell haben wir lange Zeit die positive Entwicklung in Myanmar unterstützt. Wir haben 2012 wieder mit der Entwicklungszusammenarbeit angefangen. Und das ist auch richtig und gut so. Aber wenn wir einzelne Gruppen in der Entwicklungszusammenarbeit aus der Bildung ausschließen, dann unterstützen wir deren Autonomie, deren Freiheit leider nicht mehr. Und da müssen wir auch so ehrlich sein, dass wir anfangen, über solche Dinge wieder nachzudenken. Man kann sicherlich Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe nicht gegeneinander aufwägen. Und das sollte man auch niemals tun und versuchen. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch um die konkreten Situationen kümmern. Und Sie, Herr Schwabe, hatten das ja schon kurz angesprochen, dass die Situation in den Flüchtlingslagern, vor allen Dingen in dem großen bestehenden Extrem, drängend ist. Sie haben eine Sache, die ich noch sozusagen ergänzen möchte, noch nicht erwähnt, und zwar ist jetzt April. Das heißt, die Monsunzeit fängt an. Und egal, in welcher Diskussion wir stecken, der Monsun wird gerade für die Menschen in dem Lager eine extreme Belastung und mit, so wie im Moment die Aussichten sind, auch potenziell vielen Toten. Und da müssen wir als Weltgemeinschaft, da müssen wir als Staatengemeinschaft hin, da müssen wir, und da hoffen wir auch unter dem Dach der Vereinten Nationen und dem UNHCR, möglichst Schlimmeres zu verhindern. Und lassen Sie mich noch ganz kurz eine persönliche Sache sagen. Sie haben Aung San Suu Kyi angesprochen. Und ich glaube, dass ein Friedensnobelpreis, meine Damen und Herren, nicht nur eine Würdigung für vergangene Leistung ist, sondern immer auch ein Auftrag an die Zukunft sein muss. Und deswegen ist das Schweigen um die Situation das größte Problem, das Schweigen um einen Völkermord, egal wie Sie die Situation bewerten, das Leben und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das muss man und darf man so sehen, meine Damen und Herren. Ich hoffe darauf, dass wir weiterhin als Gemeinschaft, die sich für Menschenrechte und für die Stärkung dieser Menschenrechte und der Autonomie und der Freiheit des Einzelnen einsetzt, kämpfen, hier im Bundestag, aber weltweit. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. So, nächster Redner, Michel Brandt von den Linken gegenüber dem Vorvorredner Michael Brandt, Michel Brandt mit DT von der Fraktion Die Linke. Meine Damen und Herren, die Regierung in Myanmar führt ethnische Säuberung durch. Betroffen ist die muslimische Minderheit der Rohingya. Seit Jahren beobachtet die Bundesregierung diese Eskalation ohne konkrete Taten. Die Bundesregierung muss sich endlich dafür einsetzen, dass die Armee die Gewalt gegen die Rohingya sofort beendet. Alle Rohingya müssen an ihre Orte zurückkehren können und die Möglichkeit haben, eine Staatsbürgerschaft zu erhalten. Die Rechte dieser Menschen müssen endlich wieder geschützt werden. Jeden Tag erleiden Rohingya Gewalt und Ausgrenzung durch die Regierung in Myanmar.
Am 25. August 2017 ermordete das Militär mindestens 6.700 Menschen. Über 700.000 Rohingya flüchteten seitdem aus dem Land. Diese Katastrophe ist die am schnellst wachsende Flüchtlingskatastrophe weltweit. Es ist mittlerweile unumstritten, dass dieses gezielte ethnische Säuberungen sind. Aus diesem brutalen Verstoß gegen das Völkerrecht durch die Regierung in Myanmar muss die Bundesregierung deutliche Konsequenzen ziehen. Die Zeit drängt. Hunderttausende Rohingya sitzen in dem mittlerweile größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch fest. Jeden Tag werden 16 Millionen Liter sauberes Trinkwasser benötigt, monatlich über 12.000 Tonnen an Nahrungsmitteln gebraucht. Mit dem anstehenden Monsun im Juni drohen noch mehr Leid und Zerstörung. Um die Katastrophe im Zaum zu halten, wird der UNHCR in diesem Jahr 770 Millionen Euro benötigen. Wir fordern von der Bundesregierung, sich zu einem erheblichen Anteil an dieser Summe zu beteiligen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Gruppe der Rohingya in Myanmar zu staatenlosen Menschen erklärt wurde. Sie dürfen nicht am politischen Leben teilnehmen, sie können nicht arbeiten, Kinder können nicht zur Schule gehen. Sie haben keine Rechte und sind der Willkür des Staates ausgesetzt. Um es klar zu sagen, jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben. Das steht im Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Linke fordert, Staatenlosigkeit muss weltweit bekämpft werden. Es gibt global zwischen 10 und 15 Millionen staatenlose Menschen. Kurdinnen in Syrien, Menschen mit russischen Wurzeln in Lettland und Estland, Sinti und Roma in ganz Europa. Obwohl die Bundesregierung die Staatenlosenübereinkommen unterzeichnet hat, gibt es auch in Deutschland über 21.000 staatenlose Menschen. Damit vernachlässigt die Bundesregierung ihre internationalen Verpflichtungen. Das ist nicht hinnehmbar. Staatenlose Menschen, die in Deutschland leben, brauchen Rechte. Wir fordern ein Gesetz, um ihnen diese Rechte zu geben. Einbürgerungen müssen erleichtert werden, Kinder von Geflüchteten müssen Geburtsurkunden erhalten können. Wir sagen, Staatenlosigkeit bedeutet Ausgrenzung und Diskriminierung. Die Linke stimmte bereits im Mai 2015 für den Antrag Verfolgt, Vertrieben, Vergessen, Völkermord an den Rohingya verhindern. Die Große Koalition lehnte den Antrag damals ab. Das ist unfassbar. Die Situation muss anscheinend immer erst völlig aus dem Ruder laufen, bevor die Große Koalition dazu Stellung nimmt und reagiert. Die Bundesregierung darf nicht länger erst dann reagieren, wenn es bereits zu spät ist. Ausgegrenzte Gruppen müssen Werkzeuge erhalten, um für sich selbst einzustehen. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, sich auf EU- und internationaler Ebene für die Abschaffung von Staatenlosigkeit einzusetzen, die Partnerschaft zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und staatenlosen Menschen zu fördern und zu finanzieren, besonders auf sexualisierte Gewalt gegen staatenlose Frauen einzugehen und angemessene finanzielle Mittel für bessere Informationen zu staatenlosen Bevölkerungsgruppen bereitzustellen. Jeder Mensch muss das Recht haben, Rechte zu haben. Dankeschön. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Margarete Bause von der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Fotografen der Agentur Reuters haben dieser Tage einen Pulitzerpreis gewonnen. Sie dokumentieren mit schockierenden Bildern das Elend der muslimischen Minderheit der Rohingya auf der Flucht nach Bangladesch. Diese Bilder führen uns das furchtbare Grauen der Vertreibung von 700.000 Kindern, Frauen und Männern vor Augen, ihre Angst und ihre Verzweiflung. Und diese Bilder können niemanden kalt lassen, außer Sie von der AfD. Sie macht Ihr Hass blind für die Realität. Kürzlich haben die Vereinten Nationen Myanmar auf die sogenannte Liste der Schande gesetzt, jene Staaten, wo sexuelle Gewalt gezielt in bewaffneten Konflikten eingesetzt wird. Wenn wir hier im Bundestag eine Liste der Schande hätten, Sie von der AfD gehörten ganz obendrauf.
Den UN, humanitären Organisationen und unabhängigen Beobachtern wird seit langem der Zugang in die myanmarische Provinz Rakhine verwehrt, wo das Elend seinen Anfang nahm. Es ist eine Region im Dunkeln. Es ist ein Schauplatz von Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. von Akten ethnischer Säuberungen. So sagt es der Hochkommissar für Menschenrechte seit El-Hussein und er fragt, wie viel müssen Menschen erdulden, bevor ihr Leid wahrgenommen wird und ihre Identität und ihre Rechte anerkannt werden von ihrer Regierung und von der Welt. Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist unsere interfraktionelle Initiative wichtig und deswegen sollte sie auch Signalwirkung haben für Minderheiten weltweit, für Opfer staatlicher Willkür, ganz gleich, welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören. Es ist wichtig, dass der Deutsche Bundestag das Elend von Ausgegrenzten, von Verfolgten, von Ermordeten in den Fokus nimmt. Und es ist wichtig, dass thematisiert wird, was nicht nur, aber insbesondere den Muslimen in Myanmar an Leid zugefügt wird. Kurz, dass klar angesprochen wird, wozu andere schweigen. Darunter leider auch die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Lassen Sie mich einige Punkte unseres Antrags nennen, die uns besonders am Herzen liegen. Erstens, mit diesem Antrag rufen wir in Erinnerung, dass die Rohingya in Myanmar seit Jahren systematisch entrechtet werden und sogar ihr Name Rohingya verboten ist. Zweitens, wir setzen uns für volle bürgerliche und politische Rechte der Rohingya ein und dafür, dass sie die Staatsangehörigkeit Myanmars bekommen. Drittens, Hilfsorganisationen und unabhängigen Beobachtern muss endlich der Zugang nach Rakhine gewährt werden. Viertens, Geflüchtete können nicht zurück in ein Land gezwungen werden, in dem sie erniedrigt, beraubt und vergewaltigt wurden. Eine Rückkehr nach Myanmar darf nur freiwillig erfolgen, sicher und in Begleitung von internationalen Helfern. Und fünftens, gerade nach den schrecklichen Erfahrungen von Ruanda und Srebrenica und angesichts schlimmster Kriegsverbrechen in Syrien, es braucht eine juristische Aufarbeitung aller in Myanmar begangenen Menschenrechtsverletzungen und die Verurteilung der Täter und die Entschädigung der Opfer. Ja, dieser Antrag ist wichtig. Aber wir hätten ihn früher zustande bringen können. Sie hätten auch die Linke mit einbeziehen können, Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition. Und er könnte noch besser sein. Kolleginnen und Kollegen, warum bitte war es Ihnen nicht möglich, sich hier im Bundestag zu einem Waffenembargo gegenüber Myanmar durchzuringen? Abgeordnete von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen im Europaparlament hatten mit dieser berechtigten Forderung kein Problem. Und angesichts der drohenden Monsunzeit in den Lagern von Bangladesch, warum kann unser Parlament sich nicht konkret auf eine Erhöhung der Mittel für die humanitäre Hilfe festlegen und belässt es nur bei Absichtserklärungen? Dies sind kleine Wermutstropfen. Gleichwohl, der Bundestag sendet eine unmissverständliche Botschaft aus. Das Elend der Rohingya geht uns etwas an. Wir schauen hin. Wir haben klare politische Forderungen und wir fordern die Bundesregierung auf, endlich zu handeln. Herzlichen Dank. Bündnis 90 Die Grünen unterstützt den Antrag von Union, SPD und FDP, Gewaltexzesse gegen Rohingya stoppen. Und die Fraktion Die Linke hat einen Antrag angehängt, Staatenlosigkeit weltweit abschaffen. Der Redner Michel Brandt hat dazu sich ja vorhin geäußert. Sebastian Brehm von der Unionsfraktion. Wie Sie wissen, komme ich aus Nürnberg, aus der damaligen Stadt der Reichsparteitage und der heutigen Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Nürnberg ist die Stadt, in der am 15. September 1935 die Nürnberger Rassegesetze am sogenannten Reichsparteitag der Freiheit beschlossen wurden. Nürnberg ist aber auch die Stadt, die nach dem Krieg mit den Nürnberger Prozessen 1945-46 und den Nürnberger Prinzipien Meilensteine des modernen Völkerstrafrechts gelegt hat. Jede Person, auch Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder oder Militärs, die völkerrechtliche Verbrechen begeht, ist hierfür strafrechtlich verantwortlich. Auch wenn das nationale Recht hier keine Strafe vorsieht, kann sich ein Täter nach den international anerkannten Rechtsgrundsätzen strafbar machen. Das sind Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Warum erwähne ich das?
Diese in Nürnberg entwickelten Grundsätze leiten unser menschenrechtspolitisches Handeln national und international. Und wenn wir dabei auf die aktuelle Lage in Myanmar sehen, blicken wir auf eines der ärmsten Länder Asiens. Seit 1942 kommt es im Land immer wieder zu Spannungen, zu Massakern zwischen der muslimischen Minderheit der Rohingya und der buddhistischen Mehrheit. Trotz der zivil geführten Regierung seit 2016 macht der Friedensprozess im Land keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil, das Militär übt nach wie vor einen entscheidenden politischen Einfluss aus und untersteht keiner zivilen Kontrollinstanz. Die Menschenrechtsverletzungen und damit die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Land nehmen seit Herbst 2016 drastisch zu. Es kommt zu menschenverachtenden Massakern, systematischen Vergewaltigungen und Inbrandsetzung von zahlreichen Dörfern. Die Vereinten Nationen, das wurde heute ja mehrmals erwähnt, bezeichnen dieses Vorgehen des Militärs als ethnische Säuberungen. 900.000 Menschen sind in der Zwischenzeit in das benachbarte Bangladesch geflohen, darunter 60% Kinder. Die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern drohen zu eskalieren. Sie hatten es erwähnt, der Monsunregen steht bevor. Durch unsere Hilfe konnte zwar schon viel erreicht werden in den Flüchtlingslagern, vor allem Trinkwasser und medizinische Versorgung. Doch wenn der Monsunregen kommt im Juni, werden die Zelte weggeschwemmt und die Menschen haben keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser und zu medizinischer Versorgung. Es drohen Ausbrüche von Cholera und anderen Krankheiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer christlichen Verantwortung heraus ist es unsere Verpflichtung, hier zu handeln und zu versuchen, steuernd einzugreifen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ganz im Sinne der anfangs erwähnten Nürnberger Prinzipien, dass wir jetzt ein weiteres Zeichen setzen für die Einhaltung von Menschenrechten und für Minderheitenschutz in Myanmar. Menschenrechtsverletzungen müssen sofort gestoppt werden. Menschenrechtsverletzungen dort müssen juristisch aufgearbeitet werden, die Täter nach den internationalen Regeln des Strafgerichtshofs verurteilt werden und vor allem humanitäre Hilfsorganisationen müssen schnell uneingeschränkten Zugang in die betroffenen Gebiete bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt handeln, denn der Wettlauf mit der Zeit hat längst begonnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Sebastian Rehm von der CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Die voraussichtlich vorletzte Rednerin, Daniela De Ridder von der SPD, sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist eine uralte Binsenweisheit, ein nahezu durchaus uraltes Phänomen, selbst wenn es die AfD nicht wahrhaben will. Gerade in schweren Zeiten, in Zeiten sozialer Spannungen und Umbrüchen, werden religiöse Minderheiten gerne zum Opfer von Verfolgung und Pogromen. Das sollte gerade uns aus unserer deutschen Geschichte heraus kein unbekanntes Phänomen sein. Auch die Rohingya, eine muslimische Minderheit im buddhistisch geprägten Myanmar, werden seit Jahrzehnten systematisch ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Und das sollten auch Sie zur Kenntnis nehmen. Denn Sie besitzen weder die Staatsangehörigkeit noch andere politische Rechte. Und deren Leid, und daran machen Sie sich mitschuldig durch Ihre Äußerung, deren Leid ist unermesslich und betrifft vor allem Frauen und Kinder. Das haben wir hier schon gehört. Ja, dabei sind Regierung und Militär die Drahtzieher oder sie schauen einfach weg, statt richtig die Situation zu analysieren. Und in der Tat ist auch schon das Schweigen der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi kritisiert worden. Völlig zu Recht. Was aber ist der Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese Gewaltexzesse gegen die Rohingya? Wer profitiert eigentlich von deren Leid, von deren Elend? In Myanmar, in einem Land mit weit über 100 Volksgruppen, sind ethnische Konflikte und Spannungen leider an der Tagesordnung. Was aber fast alle Volksgruppen dort verbindet, ist ihr buddhistischer Glaube. Die Rohingya wiederum sind Muslime. Sie glauben
und sie beten anders. Sie sehen anders aus und passen deshalb in die Augen vieler buddhistischer Mitmenschen nicht zur Gesellschaft. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Mir schon. Sie werden verabscheut, gehasst und misshandelt. Sie sind geradezu Sündenböcke einer von Gewalt und Elend gekennzeichneten Gesellschaft. Und ja, wir sprechen in der Tat bereits von ethnischen Säuberungen. Vielleicht hören Sie einfach mal zu. Sie könnten noch eine ganze Menge an Humanität lernen. Und ja, es mag uns gelegentlich überraschen, wenn wir doch eigentlich im Westen ein sehr friedvolles Bild vom Buddhismus haben. Dass hier aber die Buddhisten die unterdrückende Mehrheit sind, hat in der Tat etwas, was uns vielleicht überrascht. Aber es zeigt doch eins, nicht die Religion ist der Grund für dieses Völkermorden. Die Ursachen liegen offensichtlich viel tiefer. Solange Religion Privatsache ist, ist sie eigentlich nie ein Problem. Sie wird dann zum Problem und zum Konfliktherd, wenn sie durch Macht und Interessen instrumentalisiert wird. Und das machen sie ja täglich zur Tagesordnung. Genau das passiert aber auch in Myanmar mit den Rohingya. Und deshalb, liebe Staatsministerin Frau Müntefering, ersuchen wir Sie auch, alles zu tun, diesen Völkermord zu stoppen. Lassen Sie uns Mitverantwortung an dieser Stelle übernehmen, damit die Regierung in Myanmar davon überzeugt werden kann, dass die Rohingya alle ihre bürgerlichen Rechte brauchen und dass ihnen auch ihre politischen Rechte zuadressiert werden, dass es ihnen möglich wird, sicher und freiwillig aus Bangladesch, wir haben es schon gehört, zurückkehren können, dass die Menschenrechtsverletzungen gestoppt werden und dass die Opfer entschädigt werden können und dass wir auch flankierend eingreifen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Deshalb ersuchen Sie wir Sie weiterhin, auch die Vereinten Nationen anzurufen. Auch das haben wir gehört, damit diese Menschenrechtsverletzungen nicht nur aufhören und unterbleiben, sondern dass sie auch verfolgt und geahndet werden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind der Auffassung, außer offensichtlich der AfD, dass die Rohingya in Myanmar oder in Bangladesch genug gelitten haben. Sie haben, und nehmen Sie dies doch bitte ausdrücklich zur Kenntnis, ein Recht auf Würde, ein Recht auf Glaubensfreiheit, ein Recht auf Leben und Unversehrtheit, vor allem auf ein Leben ohne Verfolgung und ohne Angst. Und deshalb machen Sie sich bitte nicht mitschuldig, sondern unterstützen Sie dieses Anliegen. Mal sprechen Sie sich aus gegen Verfolgung, gegen Diskriminierung und gegen Völkermord. Vielen Dank. Laut Rednerliste des Bundestages, der voraussichtlich letzte Redner jetzt zur Debatte über die Gewaltexzesse gegen die Rohingyas, die nämlich stoppen, ist Martin Patzelt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der letzte Redner in dieser sehr ambitionierten Debatte. Lassen Sie mich ein bisschen mal eine Metaebene einnehmen. Wir haben eine Beschlussvorlage hier beraten, mit der wir unsere Regierung beauftragen, endlich zu handeln. Und ich kann mich dem Eindruck, den die Grünen-Fraktion hier erweckt, dass sie unsere Regierung mit Schuld an diesem Elend trägt, nun wirklich nicht anschließen. Aber es ist richtig, dass wir eine solche Resolution verfassen, dass wir die Regierung beauftragen, aber wir könnten das in jeder Sitzungswoche tun. Das Unrecht im Sudan, das Unrecht in der Türkei, die extralegalen Tötungen in den Philippinen, der Organraub in China. Wir wären mit dem Elend dieser Welt nicht fertig. Und Deutschland ist kein Weltpolizist und Deutschland ist auch kein Weltrichter. Aber was wir versuchen müssen, ist, dass wir dieses Elend, vor dem wir nicht die Augen verschließen dürfen, um unserer Menschlichkeit willen, und mit dem wir auch Worte finden müssen für Menschen, die mundtot gemacht werden, die keinen Anwalt mehr haben, dass wir das tun. Aber mit Klugheit. Wir können doch nicht glauben, dass wir alleine durch unsere Resolution und durch unsere Regierungsbeauftragung uns aus der Affäre ziehen können. Es geht doch nicht darum, dass wir unser Gewissen beruhigen. Wir wollen helfen. Wir wollen tatsächlich helfen. Und wenn man helfen will, muss man in den Dialog mit den Parteien treten, die sich hier miteinander in furchtbarer Weise bekriegen. Wir müssen versuchen, die Ursachen zu verstehen, die dazu geführt haben. Von den 700.000 Menschen sind 60% Kinder.
Wenn wir den Hass dieser Generation, der Elterngeneration, wieder auf die Kindergeneration fortpflanzen, dann nimmt das kein Ende und dann helfen unsere Resolutionen, vielleicht nicht mal auch unser militärisches Eingreifen nicht, wie wir es gelernt haben. Wir müssen versuchen, einen Dialog anzustoßen und mitzubetreiben in aller Demut und Bescheidenheit und sagen, ja, es geht uns etwas an, was dort passiert. Aber wir müssen auch mit allen Parteien reden. Und ich nehme mal zum Anlass auch die Situation der Regierung im Lande deutlich zu machen. Nach 76 Jahren Militärjunta haben Sie ganz schwach ein demokratisches Pflänzchen gegründet. Und Sie müssen, und das wissen wir doch aus unserem Lande, Sie müssen suchen, in dieser demokratisch geordneten Situation tatsächlich die gesellschaftlichen Kräfte auch zu sehen, zu befrieden und nicht Gewalt über ihr Regierungshandeln gewinnen zu lassen. Und da ist es dieses entrechtete Militär, zu Recht entrechtete Militär, was weiter Mord, brandschatzt, vertreibt, die extrem buddhistischen Kräfte bestärkt und menschenrechtliche Verletzungen im großen Ausmaß begeht. Diese Regierung müssen wir stützen. Diese Parlamentarier müssen wir stützen. Vielleicht ist das auch immer ein Anruf an uns alle. Was tun wir denn, um mit ihnen zu kommunizieren, um sie etwas stärker zu machen, auch in ihrem Bedürfnis umzugestalten? Wir haben 2012 und 2017 bemerken können, dass es beachtenswerte Bemühungen der Regierung gab, die Todesstrafe auszusetzen, die Kindersoldaten zu verbieten, die Fluchtursachen auch der Rohingya zu beseitigen. Das ist alles wieder abgestorben. Warum? Weil wahrscheinlich die Gegenkräfte im Land zu stark sind. Und damit müssen wir uns auch beschäftigen. Die umliegenden großen, starken Staaten haben versucht zu befrieden. China und Japan haben Häuser gebaut, Fertighäuser, und haben sie versucht, in Bangladesch für angemessene Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Indien stellt jetzt ganze vorgefertigte Dörfer zur Verfügung, damit die Flüchtlinge menschenwürdig dort leben können. Aber im Ende verfolgen auch diese Anliegerstaaten, die Großen, ihre eigenen Interessen. China würde sich nicht entschieden, als Beispiel mal, China würde sich nicht entschieden auf die Seite der Entrechteten stellen, weil sie eigene Interessen haben an ihrer maritimen Seidenstraße, am guten Verhältnis zu Bangladesch. Und das müssen wir uns auch immer selber sagen. Sind denn unsere eigenen Interessen so, dass wir für die Menschenrechte überall eintreten, ohne unsere wirtschaftlichen, politischen, diplomatischen Beziehungen auch nicht im Hinterkopf zu haben? In Sachen Menschenrechte dürfen wir tatsächlich nicht auf andere Interessen hören. Das sind immer die allerersten. Dazu würde ich uns ermuntern wollen. Wir haben unser Grundgesetz, aber auch das Grundgesetz lässt sich ändern. Und auch Menschenrechte müssen in unserem Lande immer wieder beobachtet und fortgeschrieben werden. Und wenn ich die Debatte verfolge, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir dürfen nicht in Hass verfallen. Wir dürfen auch nicht in Hass verfallen, wenn wir Positionen hören, die für uns unannehmbar sind. Wir müssen im Dialog bleiben, denn nur so werden wir auch die Menschen im Lande mitnehmen können und sagen können, das, was wir in Deutschland haben, dieses wunderbare Geschenk einer funktionierenden Demokratie, das dürfen wir nicht kaputt gehen lassen. Dankeschön. Ja, dies war der letzte Redner zum Tagesordnungspunkt 17. Der Antrag von Union, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, Gewaltexzesse gegen Rohingya stoppen, der wird jetzt überwiesen an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, den Auswärtigen Ausschuss und den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ebenso wie der angehängte Antrag der Partei, der Fraktion Die Linke, Staatenlosigkeit weltweit abschaffen.